Hallo immer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Welchen Weg nehmen wir? Wir nehmen den Nebelwald. Gut, gehen wir durch den Nebelwald. Okay, nicht viel los. Ja, heute eine etwas kürzere Folge. Wie auch immer. Vielleicht liegt hier der Schlüssel zu meinem verlorenen Gedächtnis. Nebelsee. Vielleicht erhalte ich ein paar Antworten, wenn wir den Nebelsee finden. Huch, was ist das? Lol. Sieht aus wie eine Art Stein, würde ich sagen. Er ist rot, wunderschön. Es ist eine Art Edelstein. Ich bin gerade erst aufgestanden, ich kann noch nicht reden. Roten Stein aufheben, yo. Wow, der Stein ist ganz warm. Als würde aus dem Inneren des Steins Hitze kommen. Wie seltsam. Lava scheint es nicht zu sein, aber es könnte... was könnte es dann sein? Vielleicht ist er selten, ich nehme ihn mit. Okay, gehen wir, Doki. Jo, gut, was wollte ich sagen? Genau, der Part wird heute etwas kürzer sein. Da ich gerade keine Zeit habe, es ist jetzt 16.18 Uhr und der Part soll um 18.30 Uhr online kommen. Ich wollte heute eigentlich gar nicht so spät aufstehen. In Minecraft, ja, erkläre ich, warum ich so müde bin und dies, das. Und ja, ich war halt noch bis 5:30 wach, das heißt fast 24 Stunden, und ich war einfach schon die ganze Zeit total müde und ich wollte eigentlich schon Ewigkeiten pennen. Ich musste aber noch Minecraft aufnehmen und Minecraft hochladen. Und ja, jetzt ist es halt, ja, 16.19 Uhr mittlerweile und ich muss diesen Part hier um 18.30 Uhr will ich ihn online bringen. Ich glaube, das schaffe ich gar nicht rechtzeitig, aber ich versuche es. Mann! Und, ja. Deswegen heute nur eine Viertelstunde Part. Finsterbox, cool. Und der wird, ja, Viertelstunde Part. Weil ich halt noch, diesen Part rendern will und rechtzeitig hochladen will. Und dadurch, dass er dann kürzer ist, wird auch ein bisschen kleiner und dann geht auch schneller hochzuladen und dies, das. Vielleicht schaffe ich es noch bis 18.30 Uhr. Ich hoffe es zumindest. Wir machen jetzt diesen Dungeon und je nachdem, wie lange wir dann... Alter, wieso hau ich die ganze Zeit meine Attacke? Was ist das? Ja, ich bin gerade erst aufgestanden, wie er schon gesagt. Mega müde noch, eigentlich. Und, ja. Deswegen erwartet jetzt nicht viel von mir. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir den Dungeon hier brauchen, durchzuspielen. Ich glaube, das geht schneller als eine Viertelstunde. Ich kann echt nicht reden. Ich bin noch viel zu unwach. Viel zu schläfrig. Okay. Und ich habe irgendwas im Hals, also ein Kloß im Hals, Frosch im Hals, was auch immer. Alter. Wir haben nichts fixiert. Yeah. Oh. Das wird echt ein Kackpart. Ich habe nichts zum Reden. Ich habe einen Frosch im Hals. Und ich bin müde, sodass ich kaum rede. Wow, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und hier sind so viele verdammte Pokémon. Ah ja. Oh. Guckt euch den Vlog auf jeden Fall an. Das war herrlich. Eigentlich. Also auf dem Vlog ist gar nicht mal so viel zu erkennen, was wir eigentlich noch alles gemacht haben. Oder wie geil der Tag eigentlich war. Es war unglaublich. Vor allem Pokémon Go. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere es. Und ich habe heute in der Zeitung gesehen, der Marktanteil von Pokémon, von Nintendo. Ja, warte, harter Brocken.
Ja, wo ist der? Ah. Er verfügt über mehr KP. Cool. Wir haben 9 Fähigkeiten, ne? 3, 6, 8. 3, 6, 8. Oh, cool, wir sind wieder dran mit Gummis essen. Ja, ich habe in der Zeitung gelesen, der Marktanteil, was? Ich glaube, Marktanteil war es, ja. Hat sich von Nintendo seit der Veröffentlichung von Pokémon Go verdoppelt. Das ist übel. Einfach verdoppelt. Ich glaube, von 7 auf 14 Milliarden oder so. Oder war das anders? Weiß ich nicht genau. Unglaublich, diese Art besteht aus lauter Wasserfällen. Wasserfällen. Aber wo sind wir hier? Ist das der tiefste Teil des Waldes? Der Nebel ist so dicht, dass ich nicht weiß, welchen Weg wir nehmen sollen. Hey! Sieh, da ist Krebskor. Hey, habt ihr schon was gefunden? Nein, noch nichts. Und du, Krebskor? Ich habe auch noch nichts gefunden. Ich habe auch nichts gefunden. Lasst es euch nicht entmutigen. Aber es gibt da etwas, das irgendwie interessant ist. Interessant? Da, seht es doch selbst an. Oh. Was ist das? Ich weiß es nicht. Scheint eine Statue von einem Pokémon zu sein. Aber was ist es für ein Pokémon? So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Oh, da ist eine Inschrift. Oh je, das sind Fußabdruckrunen. Lass es mich lesen. Entfache wieder das in Groudon erloschene Leben. Dann wird die Hitze der Sonne den Himmel in Flammen. Und der Pfad zum Schatz wird enthüllt. Der Pfad zum Schatz? Oh, das ist unglaublich. Oh, Doki. Schatz, ist damit vielleicht der Schatz vom Nebelsee gemeint? Der Pfad zum Schatz wird enthüllt. Das heißt also, der Schlüssel zum Nebelsee liegt vielleicht genau hier versteckt. Hey, hey, ja, glaubst du? Hey, hey, wir sollten dieses Rätsel lösen. Dieser Teil, der Fußabdruckruhen. Das sind Groudon erloschene Leben, was heißt das? Groudon ist also die Statue. Hey, hey, was sollen wir jetzt tun? Das Leben wieder entfachen. Das in dieser Statue? Ja, aber das Leben entfachen, wie macht man das? Oh, Moment mal. Ich weiß es. Berühre die Statue, Doki. Vielleicht siehst du etwas, Doki. Das dachte ich mir auch gerade. Wenn ich so den Weg zum Nebelsee finde, wenn ich den Schlüssel zu meiner eigenen Vergangenheit finde, wenn die Antworten in dieser Statue liegen. Tu es. Just do it! Spürst du etwas, Doki? Es kommt. Oh, dieses Schwindegefühl. Da ist es. Das ist es. Es ist hier. Es ist hier. Okay. Was war das? Wessen Stimme war das? Ich weiß es echt nicht. Scheiße. Was? Schon so kurz nach dem ersten. Ich verstehe. Setze den Meliori-Stein in das Herz von Groudon. Das löst den Nebel auf. Sehr gut gemacht. Gute Arbeit, Partner. Was habe ich da gerade wahrgenommen? Das war anders als die Vision, die ich bisher hatte. Diesmal habe ich nur eine Stimme gehört. Und ich weiß nicht, wessen Stimme es war. Diese Stimme. Wessen Stimme war das? Ich kann nicht einmal sagen, wie die Stimme klingt. Aber aus irgendeinem Grund lässt sie mich nicht los. Ja, haben wir nicht bei Meryl schon mal eine Mission gehabt, wo sie nur geredet hat? Wo man nur jemanden gehört hat? Bei Azumarill. Azuril meine ich. Ja, ich glaube schon. Alles okay, Doki? Hast du etwas gesehen? Was hat die Stimme gesagt? Erinnere dich. Die Stimme hat gesagt, sie hat gesagt, setze den Meliori-Stein in das Herz von Groudon und dann das löst den Nebel auf. Moment mal, Meliori-Stein? Ist es vielleicht...
Huch, was ist das? Sieht aus wie eine Art Stein, würde ich sagen. Er ist rot und wunderschön, das ist eine Art Edelstein. Boah, der Stein ist ganz warm. Könnte der Meliori-Stein... Vielleicht ist es der Stein, den Dragon gefunden hat. Oh, hier, wow. Das ist eine kleine Aushöhlung in der Brust der Statue. Hast du was herausgefunden, Doki? Was? Der Stein, den ich beim Basislager gefunden habe? Ich soll den Stein in die Brust der Statue einsetzen? Sicher, ich versuche es. Ich soll ihn in die Aushöhlung einsetzen. Oh, Mann, mein Hals, ey. Wow, pass auf, geh in Deckung. Der Nebel ist weg. Nice. Geil. Hey, der Nebel ist weg. Der Nebel hat aufge... was? Der Himmel hat aufgeklärt. Wow. Sonnenlicht blendet richtig. Hey, sieh nur. Ihr beide, da oben seht. Hey, hey, was ist das? Das ist, was der Nebel verborgen hat. Kein Wunder, dass der Nebelsee bis jetzt unentdeckt geblieben ist. Wir sind selbst auch die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Was ist... Hey, hey, du meinst also... Du meinst, dass der Nebelsee da oben ist? Hey, hey. Da oben? Ja, das meine ich. Der Nebelsee muss da oben sein. LOL. What? Alter. Das war... Wow. Alter. Irgendwer muss doch da schon mal hochgekrochen sein, oder nicht? Irgendjemand. Ich meine, als ob niemand auf die Idee kann, einen Berg so zu erklimmen, um den Nebelsee zu finden. Hey, hey, gelang genug gegafft. Die Erzähler ist alle in der Gilde. Geht, zwei schon mal vor. Okay, gehen wir los, Doki. Auf zum Nebelsee. Nicht so schnell. Och nee. Ihr miesen Kerle. Gut gemacht. Wow, ihr habt das Rätsel gelöst. Jetzt seid ihr völlig nutzlos. Ich staub den Schatz ab. Danke euch. Ihr Gauner, warum seid ihr also mit auf die Expedition gegangen? Ihr habt es die ganze Zeit geplant. Geplant, ja. Wow, jetzt haben wir etwas anderes erwartet. Tja, ich sage es ungern, aber wir müssen euch sofort aus dem Weg schaffen. Diese Worte werdet ihr noch bereuen. Wir lassen es nicht zu, dass ihr zum Nebelsee geht. Tja, habt ihr unsere letzte Auseinandersetzung schon vergessen? Ich darf euch daran erinnern, dass ihr gegen Smogmog und mich verloren habt. Die Smogon. Wir haben euch mit unserer giftigen Gasspezialkombo den Rest gegeben. Ihr werdet wieder versagen. Tja, genug geredet. Nehmt das. Die giftige Gasspezialkombo von Smogon und mir. Wartet auf mich. Achso, lol. Was? Perfekter Apfel, perfekter Apfel. Endlich habe ich dich, mein perfekter Apfel. Oh, würde ich meinen perfekten Apfel verlieren, dann würde ich. Oh, oh. Oh, ihr zwei. Und meine Freunde auch. Alle zusammen. Hurra, hurra. Gegenmeister, was machst du hier? Was ich hier mache? Ich bin im Wald spazieren gegangen. Das ist mein perfekter Apfel einfach davongerollt. Dann ist mein perfekter Apfel einfach davongerollt. Also rannte und rannte ich und nun bin ich hier. Oh ja. Ihr zwei solltet hier nicht rumtrödeln, findet ihr nicht? Ihr habt noch einen Job zu erledigen, oder nicht? Dann geht schon, dann geht. Aber... Ihr wollt nicht auf eure Gildenmeister hören, buh, buh, schnell, geht und erkundet. Okay. Gehen wir, Doki. Viel Glück.
Oh, ich hoffe, es gibt bald wieder Neuigkeiten. La 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 la. Gildenmeister. Was ist denn, mein Freund? Wir dachten, wir sollten auch auf Erkundungstour gehen. Oh. Das ist nicht nötig. Das kann ich von meinen Freunden nicht verlangen. Wir überlassen den beiden das Erkunden. Warten wir auf ihren Bericht. La 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 la. Boss, das ist langsam echt seltsam. Die Bockebackt wird uns an den Schatz bringen, wenn wir nichts tun. Was sollen wir machen? Wir müssen etwas tun. Wir haben keine Wahl. Wir überwältigen jetzt sofort Knuddelhof. Dann jagen wir den Bockebackt. Aber glaubt ihr, dass das gut geht? Knuddelhof ist irgendwie gruselig. Keine Sorge, es wird keine Probleme machen. Und außerdem, es heißt, dass Knuddelhof einen unglaublichen kostbaren Schatz besitzt. War wirklich ein Schatz? Richtig, ich hatte also irgend sowieso vor, ihn loszuwerden. Und jetzt ist die Gelegenheit. Hey Smogon, bereitet die giftige Gaspezia-Kombo vor. Lalalalalalalala. Wir werden uns Knuddelhof so richtig vorknöpfen. Nichts für ungut, aber der große berühmte Kirkunder Knuddelhof ist erledigt. Das Mysterium des Nebelsees. So, hier beenden wir jetzt erstmal die Aufnahme, Leute. Es tut mir leid. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.